Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Jungfrau-Video für den Juni. Da fällt schon die erste Karte. Dieses Video ist sowohl für Jungfrau-Sternzeichen als auch für Jungfrau-Aszendenten. Okay. Ja. Es geht hier darum, eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg man gehen möchte. Und diese Frau hier oder Mädchen, was auch immer, steht so richtig mit verknoteten Beinen da. Also sie kann gar keinen Schritt machen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und das zeigt mir so, dass sie einfach gerade unfähig ist, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist euer Thema. Zur weiteren Deutung verwende ich die Lennemann-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. Schauen wir mal, was es da noch zu sagen gibt. Die Fische. Ja, mit den Fischen geht es entweder um Gefühle oder ums Geld. Schauen wir mal weiter. Die Sense, der Schlüssel und der Sarg. Okay. Mit der Sense geht es darum, dass meist wird etwas gekappt, abgeschnitten. Und ja, mit dem Schlüssel, das ist so dieser klassische Türöffner, Türschließer. Da geht es um Möglichkeiten, die man hat. Und mit dem Sarg geht es meist um ein Ende. Schauen wir mal weiter. Die Fabrik. Ja, die Fabrik, da geht es immer um wirtschaftliche Themen. Es kann um Investitionen gehen. Es kann aber auch um den Arbeitsplatz, um die eigene Firma gehen. Schauen wir mal weiter. Der Fuchs und die Ruten. Ja, mit dem Fuchs, das ist so eine Warnkarte. Da läuft oftmals was schief. Es kann dabei um Betrug gehen, um Lügen, um Intrigen. Ja, und die Routen, die zeigen Konflikte an. Sehr spannend. So, eine weitere Info. Die Mäuse, der Baum und der Hund. Ja, mit den Mäusen geht es oftmals um Verzögerungen, aber auch um, ja, um Chaos, um Unruhe, um Ängste, um Verlust. Mit dem Baum, der Baum ist so, stellt so ein gesundes Wachstum dar. Auch eine Verwurzelung, eine Stabilität, ist eigentlich eine ganz tolle Karte. Und mit dem Hund geht es um Vertrauen und um Hilfe. Manchmal ist es auch eine Zeitkarte, aber ich beschränke mich hier auf das Gängigste erstmal. So, dann haben wir hier die Sterne. Und die Sterne zeigen immer so eine gewisse Klarheit an. Oh, das war jetzt etwas sehr viel. Da haben wir das Haus, die Hände, die Schlange, die Wege, den Mond und den Reiter. Tja, wenn das denn so viel sein soll, dann soll es das sein. Ja, das Haus steht oftmals fürs Privatleben, manchmal auch einfach für Stabilität, für das Zuhause.
Die Hände stehen so fürs verantwortungsvolle Handeln oder Nichthandeln. Die Schlange zeigt immer, wenn es wirklich Verzögerungen gibt, wenn es Komplikationen gibt. Ja, wenn man, oftmals muss man dann auch Umwege gehen. Die Wege sind diese klassische Entscheidungskarte. Der Mond zeigt eigentlich Erfolg an und auch positive Gefühle. Und der Reiter ist so ein Indiz, dass da was schnell in Bewegung kommt. Dann schauen wir mal weiter. Eine Info hätte ich noch gerne. Und das ist der Turm. Ja. Mit dem Turm, manchmal geht es um Ämter, um Behörden, meistens geht es so um etwas, was man eigenständig machen möchte. Ja, bevor ich jetzt die Karten richtig deute, möchte ich dich noch bitten, falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch bitte meinen Kanal. Es ist komplett kostenlos und unverbindlich für dich. Mir bringt es sehr viel. Du unterstützt mich damit. Wenn du nebendran auf die Glocke drückst, dann bekommst du jedes Mal einen Bescheid, sobald ich ein Video hochlade. Du kannst also dann keins mehr verpassen, falls YouTube es dir nicht anzeigt. Worüber ich mich auch sehr freue, ist, wenn du mir ein Like dalässt. Damit unterstützt du mich natürlich auch, wenn dir das Video gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich immer super, wenn ich einen Kommentar bekomme, wie du damit resonierst, ja, und wie sich das Reading bei dir manifestiert. Also euer großes Thema ist hier, dass ihr eine Entscheidung treffen solltet, sonst geht es nicht weiter, aber dass ihr euch gerade unfähig fühlt, diese Entscheidung zu treffen. Der Ist-Zustand im Juni zeigt eigentlich, dass ihr klar wisst, wo ihr hin wollt. Ihr habt eure Vision. Ja, und es geht euch ums Geld. Das spüre ich jetzt sehr klar raus auch. Es geht euch ums Geld. Und ja, was kommt da? Die Situation ist, dass hier irgendwelche Möglichkeiten plötzlich wegbrechen und es hier zu einem Ende kommt. Ja, wir haben hier die Fabrik. Und die Fabrik steht, ist auch eine Zeitkarte und sie zeigt eigentlich so als Rat auch, dass du dich mehr darum bemühen sollst, etwas für lange Zeit, für dauerhaft hier zu finden, wo du rein investierst. Also, damit meine ich jetzt nicht nur die, bei denen es um Investitionen an sich schon geht in dem Bereich, sondern investieren kann man ja auch in seine Firma im Sinn von ja, Ideen, was man so macht. Man kann auch in sich selbst investieren. Ja, da liegt die Investition. Das heißt, du sollst auf jeden Fall investieren in das, um was es dir hier geht. Das ist halt bei jedem so ein bisschen anders. Ja, was ich hier sehe, was im Verborgenen liegt, was du nicht sehen kannst, da läuft der Fuchs in die Ruten. Also, da gibt es Konflikte und da läuft noch etwas rein, was so nach Betrug, nach ja,
nach Lüge riecht, sagen wir es mal so. Und das kannst du einfach noch nicht sehen. Also wenn du hier irgendwelche Verhandlungen führst, dann sei vorsichtig. Also die Ruten stehen nicht nur für Konflikte, sondern auch für Verhandlungen. Und wenn es hier irgendwelche Verhandlungen zum Führen gibt, dann ist erhöhte Vorsicht geboten. Ja, wie geht's denn in der nahen Zukunft weiter? Da sehe ich zum einen, dass dieser gesunde Wachstum, der wird hier geschädigt. Also da kommt es zu Verlusten. Und beim einen oder anderen können es auch einfach Verlustängste sein, dass du Angst hast, dass dein Geld nicht mehr weiter wächst, dass du Verluste hast. Es ist beides gegeben hier. Die einen trifft es so, die anderen so. Ich sehe aber auch hier die Hilfe. Und ich sehe hier auch das Vertrauen. Was ich sehr stark spüre, für die allermeisten wird es eben so sein, dass diese Ängste, dass das alles nicht funktioniert, sich in Vertrauen wandeln werden, beziehungsweise dass ihr darauf bauen sollt. Ja, die weitere Zukunft, auch nahe Zukunft, was auch damit zu tun hat, für eure Stabilität und auch für euer Privatleben ist Handeln angesagt. Ich sehe auch, dass für euch diese Entscheidung zu treffen, das ist für euch eine sehr komplizierte, schwierige Sache. Also da gibt es Komplikationen, um irgendwie diese Entscheidung wirklich treffen zu können. Deswegen hier die Entscheidungsunfähigkeit. Was euch hier weiterhelfen dürfte, wäre wirklich, dass ihr nicht nur mit dem Kopf, sondern auch zusätzlich zum Verstand noch das Gefühl mit reinbringt. Ich sehe auch, dass hier etwas in Bewegung kommt. Da kommen Informationen auf euch zu, die euch hier helfen werden, dass ihr wirklich eigenständig diese Entscheidung treffen könnt. Für einige von euch bekomme ich allerdings auch rein, dass hier jemand anders diese Entscheidung trifft. Es könnte eine gerichtliche Entscheidung sein, eine Anordnung. Also es ist wieder mal so, dass es ist eben Allgemeinreading und für die einen trifft es so zu, für die anderen so. Gerade deshalb bin ich immer besonders froh, wenn ich von euch einen Kommentar bekomme, wie sich das bei euch manifestiert. Ja, schauen wir doch mal, ob es da noch einen Rat gibt. Einen Rat von den Karten, bitte. Okay, macht das Beste daraus. Da brauche ich wohl nicht mehr viel dazu sagen. Und bleibe stets authentisch. Also bleibe authentisch. Lass dich hier auch nicht dazu verleiten, dass am Ende du diejenige Person bist, die hier den Betrug in Verhandlungen reinbringt. Das wird sich dann rächen. Ja, liebe Jungfrau, ich wünsche dir alles Gute. Und komm gut durch den Juni. Bis bald.